Neues Jahr, neue Regeln. Für Autofahrer wird sich im kommenden Jahr viel ändern. Ab 2023 müssen alle Fahrer 2 OP-Masken in ihrer Erste-Hilfe-Ausrüstung mitführen. Wird man ohne Masken erwischt, droht ein Verwarngeld von 5 Euro. Diese Pflicht tritt ab dem 1. Februar 2023 in Kraft. Beim Blick auf das hintere Kennzeichen erkennt der Fahrer den Zeitpunkt der nächsten Hauptuntersuchung, HU, des Fahrzeugs. Wer eine rosa Plakette auf seinem Nummernschild hat, muss es 2023 erneut kontrollieren lassen. Die Zahl oben an der Plakette zeigt den genauen Monat an. Bei Überschreitung dieser Frist riskiert man ein Bußgeld zwischen 15 und 60 Euro, je nachdem, wie lange man überzieht. Kommt es in dieser Zeit zu einem selbstverschuldeten Unfall, greift die Kfz-Versicherung aufgrund technischer Mängel womöglich nicht. Im neuen Jahr ändern sich für Millionen Autofahrer die Beiträge der Kfz-Versicherung durch die Änderung der Typklasseneinstufungen. Und zum Schluss, alle Autofahrer, die zwischen 1959 und 1964 geboren wurden, müssen bis zum 19. Januar 2023 ihren alten Lappenführerschein gegen einen neuen Kartenführerschein eintauschen. Wer danach noch mit dem alten Führerschein erwischt wird, muss 10 Euro zahlen.